Geil, Mann. Ja, ich sag ja, das Spiel... Oh Gott, nein, nicht geil, nicht geil. Oh Gott, scheiße, geh schnell weg, schnell. Ich sag ja, das ist einfach wirklich Kong Skull Island. Holy crap. Okay, Bossfight incoming. Holy shit, holy crap. Guck mal, wie groß... Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Their Land. Schön, dass ihr draußen wieder mit dabei seid. Und wie immer auch ein großes Dankeschön an alle, die sich die Mühe machen und meine Videos mit einer kleinen Bewertung unterstützen. Freunde, wir sind hier stehen geblieben. Und zwar, Moment, da steht's oben. Ich habe mich bei meinem Partner Taisha. Ethan must be with her. Also Taisha, das ist so eine Stammeseingeborene, die uns hier quasi am Ende der letzten Folge, ja, der wir begegnet sind. Und sie hatte die Uhr von Ethan, einem unserer Crewmitglieder. So, und jetzt ist sie quasi weg und wir müssen ihr wahrscheinlich hinterher und sie finden. Und deswegen machen wir hier auch direkt weiter. Hier ein kleiner Hinweis an jeden da draußen, der selber mal VR testen will. Ich habe mich bei meinem Partner Seven Space für euch stark gemacht und einen Rabattcode mit satten 15% organisiert, der in jeder Filiale in ganz NRW gilt. Auf alle eure Bestellungen. Link dazu in der Videobeschreibung. Gönnt ihr mir, gönne ich euch. Und, ja, hier sieht man schon, das nächste Rätsel wartet auf uns. Okay, Auge und zwei. Auge und Lachen. Auge und X. Was soll das denn hier sein? Auge und eins. Alter, Auge und eins in der Mitte. T und Auge ganz links. Auge und Lachen ganz rechts. Aber wieso gibt es denn hier mehr von den Dingern? Auge und T, Auge und Lachen. Nee, warte mal, das bringt aber nichts. Was passiert denn hier? Oh, warte mal. Ey, geil, guck mal, guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das ergibt quasi die Dinger. Ey, nice, ich liebe diese Teile. Ich weiß nicht den Fachbegriff dafür. Erinnert mich immer so an Mobile. Aber das Geile ist, wenn man die Perspektive wechselt, dann wird es kein Bild. Aber im richtigen Winkel ergibt sich dann hier ein Kreis. So, das bedeutet, glaube ich, T und Auge. T und Auge. Jawohl, und da ist der Kreis. Pass mal auf, so ein Ding wird das sein. Pass mal auf jetzt hier. Okay, warte mal, nee, dann nehmen wir den Weg, das geht schneller. Eins. Und zwei, da war die Bestätigung. Ach, das ging aber schnell, Freunde. Da war ich ja schon instinktiv richtig. Okay, für alle, die es nicht gesehen haben... Kreis, Welle und X. So, und ich kann es auch nochmal zeigen. Pass mal auf. Ich hatte nämlich eben schon mal probiert. Hier sieht man das X nämlich. So, seht ihr, was ich meine? So ist das ein X. Und das Symbol wird da hinten auf der Steinwand gezeigt. Nice! So, und das hier war nämlich die Welle. Wenn man so hier steht, seht ihr die Welle. Auge und eins. Und das ist in der Mitte. Ha! Der Riddler ist am Start, Freunde. Geil. Okay, das war mal easy. Da war das vorherige Rätsel um einiges knackiger, obwohl es dasselbe vom Prinzip her war. Okay, es geht weiter in den Dschungel. Was uns jetzt hier erwartet, keine Ahnung. Aber ich bin ready. Man hört auf jeden Fall Trommeln. Ja, Mann. Den Beat kenne ich doch. Das ist doch das Neue vom Getter. Okay, wow. Was war das? Da hat doch gerade irgendeiner gefaucht, geschrien, whatever. Jetzt regnet es ja auch noch. Klasse. Ich habe meinen Regenmantel nicht dabei, Freunde. Und Regenschirm auch nicht. Look at these walls. Welche enorme Wände? Wo? Wo siehst du hier enorme Wände, Bro? Ich sehe hier nur Urwald. Okay, vielleicht meint er die hier. Das sind aber eher ein paar Mauern, nicht enorme Wände. Oha, okay, jetzt weiß ich, was er meint. Das ist eine enorme Wand. Und das Zeichen des Endbosses, dieses Riesenmonsters. Ey, wetten wir, das ist irgendwie so ein Gott, den die hier verehren. Und jetzt komme ich hier um die Ecke, weißt du, hallo. Ich habe euren Gott getötet in der vorletzten Folge. Okay, wir brauchen hier wieder so einen Hebel. Wird denen nicht gefallen, glaube ich. Oder vielleicht werden wir auch der neue Gott. Können die mich anbeten. So ein Ding ist das.
Folgt mir für mehr göttlichen Content. Jeden zweiten Tag eine neue Folge. Wobei ich bezweifle, dass die hier Internet haben. Im tiefsten Urwald. Aber mobile Daten, da geht ja einiges mittlerweile, ne? So, warte mal. Hämmern wir mal den Flock hier rein. Machen das Türchen mal auf. Waffe im Anschlag. Komm schon. Ich hör doch, wie es hier rattert. Mach auf. Okay, das ist merkwürdig. Warum geht's nicht auf? Hab ich irgendwas übersehen? Nee, das ist doch safe richtig. Warte mal kurz. Vielleicht hier mal... Oh, Licht an. Hallo, Leute? Lasst ihr mich rein? Also hier, ja, was soll ich noch machen? Okay, warte mal, komm, gucken wir nochmal ums Eck. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen da hinten. Oh, oh Gott, oh Gott! Holy shit, jetzt schmeißt ihr noch Steine nach uns. Was zur Hölle? Na klasse, und da hängen wir wieder kopfüber. Sauber. Komm, Jung, steh auf. Wir müssen hier weg. Die sind alle wahnsinnig. Ey, warte mal. Ist das... Oh Gott. Ist das... Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind auf der Speisekarte gelandet. Ey, das sieht doch aus wie der Prolog hier. Wisst ihr noch? Das fing doch auch so blau an alles. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber da ist mir das Spiel abgeschmiert. Also, es gab eine Cutscene, wir hingen hier kopfüber gefesselt. Dann kam das Mädel Taisha, hat uns hier frei gemacht. Und jetzt stehen wir hier original. Also hier geht's jetzt weiter. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber ich denke mal, wir müssen versuchen, hier schleunigst zu verschwinden, Freunde. Das sieht gar nicht so einladend aus hier, wenn ich mich hier so umgucke. Okay, da oben sind sie auch, die Eingeborenen. Freunde, habt ihr mitgekriegt, dass ich mich losgeschnitten habe? Ich mache jetzt mal einen Schuh, ne? Ich bin jetzt mal weg. Hab keinen Bock auf die Nummer hier. Tschüss. okay, verdammt. So schnell kommen wir hier doch nicht raus. Ah, Moment, hier. Ah, wir brauchen den Hebel. Okay, wo ist der Hebel? Können wir nicht einfach die Skelette hier nutzen, um zum Hebeln? Alter. Aber auch, guck mal hier, boah, nice, guck mal die Physics. Geil, dass sie daran gedacht haben. Gruß und Dank gehen raus an die Entwickler. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Sowas feiere ich. Stark. So, okay, warte mal. Dann, ja komm, wir schleichen hier mal uns vorbei. Alter, die haben auf jeden Fall eine unangenehme Art und Weise mit Gästen, die hier, wie sie damit umgehen. Ganz schlechte Bewertung auf Airbnb, Freunde, das sage ich euch aber. Danach bucht hier keiner mehr. So, pass mal auf. Okay, dann lass mal gucken, dass wir hier verschwinden. Hier. Ist das ein Boot? Das ist doch unser Boot hier, oder? Warte mal, ist viel zu duster. Ich sehe gar nichts. Mach mal Licht an. Das sieht aus wie eine von den Nussschalen, in denen wir hier angereist sind. Und da oben könnte auch schon der Knüppel liegen, wenn ich mich nicht täusche. Ne, hier geht's nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt hier? Wie kommen wir... Oder ist das hier vielleicht? Hier hoch? Ja gut, aber den Sprung kann er nicht. Oder warte mal hier. Nee. Das geht auch nicht. Nee, darüber dashen können wir auch nicht. Ah, Moment, Moment, Moment. Vielleicht hier so eine Nummer wird das bestimmt sein. Ja, okay. Einmal hier rüber, Parcours eine Runde. Freunde, was macht ihr da oben? Wenn ihr wüsstet. Ich bin schon längst hier, ich mache schon längst hier den Abflug. So, dann gehen wir einmal hier runter. Dann einmal hier lang. Ja, finde ich richtig nice. Alles kann man hier schön intuitiv machen.
nicht zu schwer. Da bleibt der Spielspaß auch nicht lange auf der Strecke. So muss das sein. Einfache Kost mit Spaß. Da sehe ich mich. So, einmal schnell hier lang. Jetzt hauen wir da den Flock rein. Und dann verschwinden wir hier. Tschüss, Jungs. Okay. Da hinten liegt der nächste Flock. Warte mal. Oh, wir müssen in Deckung gehen, bevor sie uns sehen. Komm, sneaken wir mal hier rum. Moment, Licht können wir ja mal trotzdem anmachen. Oh, shit. Wir brauchen wahrscheinlich erst wieder so ein Brett, was wir uns holen, um dann darüber zu kommen. Wer legt den auch dahin, den Knüppel? Jetzt mal im Ernst. Von wegen leichte Kost und so. Wer legt den Knüppel denn bitte dahin? Als ob die den nicht selber auch nochmal irgendwann bräuchten. Oh Gott. Scheiße, warte mal, warte mal. Jetzt mach das Licht lieber wieder aus hier. Können wir ihn abstechen von hinten? Boah, pass mal auf jetzt. Kumpel und Abfahrt. Oh, stirb. Oh Gott, stirb. Was? Zweimal den Flock rein und wir sind komplett weg. Holy crap, das ging schnell. Okay. So, gehen wir einmal hier in Deckung. Da ist der Ausgang, da sind zwei Dudes. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo das Brett erstmal besorgen. Runter in die Katakomben. Okay, jetzt ist nur das Schleichmischen. Alter, wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Das klappt da hinten und... Ah, Moment, okay, er geht. Was ist mit dir, Bro? Machst du dich auch aus dem Staub und nicht näher? Jawohl! Geh mal deinem Kumpel hinterher. Hier gibt's nichts zu sehen. Nur mich, wie ich hier versuche zu türmen vor euch Kannibalen oder whatever ihr seid. Schnell, gehen wir mal hier rum. Jawohl, und euer Gold nehmt ihr auch noch mit. Wer ist das? Einer von unseren Jungs? Holy shit. Okay, seine Waffe können wir nicht mitnehmen, leider. Komm, schnell weg hier. Los, gib alles! Gib alles! Junge, auf wie viele Klunker die hier sitzen, ohne es zu wissen. Weißt du? Nur so ein Lappen am Leib, aber rich as fuck. Oh Gott, boah, hab ich mich gerade erschrocken. Die Lianen dahinter. Ich dachte gerade, Jesus, was sind das für Dinger? Was will uns jetzt fressen? Aber tatsächlich. Nur Lianen, die hier wild am Dancen sind. Okay, hier runter. Ach so, warte mal, wir müssen das wieder abfackeln wahrscheinlich. Ja, give it to me. Dann machen wir hier ein kleines Feuerchen. Zack. Parsival und Raiffeisenbanken, wir brennen den Weg frei. Meinst du, das kriegt hier irgendeiner mit, dass ich hier die ganze Bude am Abfackeln bin? Ich hoffe nicht. Komm, ich muss hier schnell weg. Alter, hier haben sie auf jeden Fall ordentlich entsorgt. So, was ist das? Okay. Softly, with next to sound, Jeremy set on foot after another. Was ist das? Wooden mug. A cup carved from wood and seemingly sanded down with presumably sand. The upper edge is a... Was? Tattoo slim and almost sharp. Keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal mit. Ach, hier liegt ein Brett. Korrekt. Give it to me. Jetzt müssen wir nur es schaffen, wieder zurückzukommen, ne, zum Ausgang. Ich hier mit diesem riesen Brett unterwegs, weißt du? Oh Gott. Vielleicht können wir jetzt hier lang. Nee, können wir nicht. Scheiße. Kumpel, willst du nicht nochmal... Oder, Moment, müssen wir hier hoch? Vielleicht können wir hier lang. Ja. Sieht noch gut aus.
Da ist der Ausgang. Oh Gott, ich habe mich gefühlt schon verlaufen, ey. Wo müssen wir lang? Ah nee, warte mal, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Alles gut, hier lang müssen wir. Ha! So, pass mal auf. Warum auch immer die Bretter jetzt wieder da sind, haben die eben ganz schnell wieder aufgebaut, als ich kurz unten war. So, Brett darüber. Hier den Pflock mitnehmen, beziehungsweise den Hebel. Nice. So, und jetzt hauen wir ab hier. Ah, hier. Genau, hier war das. So, komm, mach die Tür auf, ich muss los. Jawohl, Trophy droppt rein. Kurz mal Nase bohren auf den Schreck. Okay, alles klar. Ey, das ist aber safe, der Anfangsbereich. Prolog. Pass mal auf, jetzt gehen wir hier hoch. Und dann retten wir den Kollege. Ich wette mit euch, irgendwie so wird das sein. Oder auch nicht, was ist das? Ich könnte den Hebel betätigen, aber dann fährt hier das Teil hoch. Ja, da ist er. Ethan. Wir müssen hier raus. Das ist der, den wir im Prolog gespielt haben. Geil, Mann. Okay, Free Ethan, wie denn? Was soll ich machen? Drauf schießen? Komm, lad nach, Junge. Ach, scheiße. Okay, okay, okay. Oh, wie kriegen wir den denn losgeschnitten jetzt? Verdammte Hacke. Warte mal. Ah, bestimmt hier hoch. Ey, cool. Das ist ein geiler Twist. Wie gesagt, das Spiel startet ja genau so, dass wir eigentlich als der Typ da hängen. Und der Typ, den wir gerade spielen, befreit uns. Und dann wissen wir aber auch, was mit Ethan passiert gleich. Wir flüchten jetzt, aber wir kommen nicht weit. Oh, shit. Wir flüchten jetzt, aber Ethan kommt leider nicht weit. Okay, komm mit, Bro. Der wird nämlich gleich vom Pflock getroffen. Achso, warte mal, dann müssen wir jetzt hier kurz den Hebel wahrscheinlich betätigen. So, nehmen wir mal mit. Hier rein. So, und jetzt haben die rausgefunden, dass wir hier türmen. Ethan, los, let's go. Okay, das muss man nicht zweimal sagen. Ich renne. So, einmal hier rüber, hier rüber, hier rüber. Schnell, schnell, schnell. Komm schon, Junge. Boah, guck mal, wie episch das aussieht. Holy shit. Okay, schnell weiter. Ah, und jetzt kommt die Szene, oder? Ja, da rennt er, da rennt er. Und... Junge, was für ein Sturm von Speeren hier auf uns niederhagelt. Boah, guck mal, episches Slow-Mo. Und, oh Gott. Oh, da wird er getroffen. Holy shit. Jeremy. Oh, guck mal, da steht er sogar nochmal auf. Gib alles. Komm schon, Ethan. Run for your life. Ein Pflaster und du bist wieder wie neu. Save yourself. Okay, wow, er hat es nicht geschafft. War aber abzusehen. Tut uns leid, Bro. Oh Gott, da kommen sie. Scheiße, ich muss echt laufen. Schnell weg. Auf einmal Far Cry 3 hier. Was ist hinter uns her? Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, komm, komm. So, und? Wo sind wir jetzt? Nächster Abschnitt. Wir haben es anscheinend geschafft zu flüchten. Oh Gott. Jetzt sind wir, oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwie bis zum Hals in Scheiße. Ja, man will. Er sagt auch, es stinkt. Wir hängen echt bis zum Hals in Scheiße. Gott, Freunde. Was man hier alles tut, ey. Was? Irgendwer hat gerade gepfiffen. Bisschen mehr Respekt, ja, hinterher pfeifen und so. Ich krieg dafür direkt eine Anzeige, weißt du, was ich meine? Okay, wow, wer ist das? Da rennt einer. Durch den Busch.
Ey, aber auch geile Optik, bitte. Zieht euch das rein. Ey, es sieht richtig, richtig gut aus. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das Spiel einfach kostenlos ist. Da hättest du safe, ungelogen, hättest du 20 Euro für nehmen können. Und die wär's, das wäre jeden Euro wert gewesen. Ehrlich jetzt. Werde ich auch so nochmal dem Entwickler schreiben. Verstehe ich nicht, warum da so viele Reviews nicht so begeistert von waren. Oh, Munition. Komplett. Ach, der Nächste aus unserer Crew, Alter. Einfach keiner hat überlebt hier außer uns. Verstehe ich nicht. Oh Gott, warte mal. Vorsicht hier. Warum das Spiel in Anführungsstrichen nicht so gute Reviews bekommen hat. Zumindest auf Steam nicht. Echt schade. Weil es super. Es macht echt Bock. Es ist cool. Es sieht geil aus. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt, aber wir sind locker schon 3 Stunden dran. Wo kriegst du so viel Service für umsonst? Umsonst, Freunde. Okay, wieder ab in die Scheiße hier. Dickdarm. Da liegt noch einer von unserer Crew. Die sind hier überall verteilt, ey. Nee. That's so disgusting. Komm, halt durch. God, I never get those stains out. Wir erzählen das einfach keinem, was wir hier machen. Es bleibt unter uns. Ach, guck mal, da ist doch einer. Wer ist das? There is someone. Is John? John? John, bist du das? Hey, John! It's me! Ja, ich bin's. Was ist los? Warum gehen wir nicht weiter? What's going on? Okay, wow, was ist das denn? Alter! Oh mein Gott! Cthulhu ist auch am Start, Freunde! Habt ihr das gesehen? Geil, Mann! Ja, ich sag ja, das Spiel... Oh Gott, nein, nicht geil, nicht geil. Oh Gott, scheiße, geh schnell weg, schnell. Ich sag ja, das ist einfach wirklich Kong Skull Island. Holy crap. Okay, Bossfight incoming. Holy shit, holy crap. Guck mal, wie groß das Vieh ist. Lad nach. Geil, Mann. Lad nach. Okay, wir schießen zwar schon, aber gefühlt macht's gar nichts aus. Okay, wir müssen hier dieses Krakenmonster auf jeden Fall fertig machen. Okay, hier die Taktik im Kreis laufen. Boah, guck mal, wie groß das Vieh ist. Holy crap. Octopus, whatever. Oh, nein, nein, nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich sehe halt keinen Weak Point leider. Ich glaube, wir müssen einfach nur mal draufhalten. Ah, fuck, da hat er uns. Shit, okay, irgendwas kann nicht stimmen hier mit nur draufhalten. Das reicht, glaube ich, nicht. Da müssen wir noch irgendwie was anderes machen, Freunde. Das reicht nicht. Bestimmt irgendwas da vorne mit den... Moment, gucken wir jetzt mal. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's gecheckt. Ich muss hier ganz schnell weg. Okay, warte mal, warte mal. Okay, 3 Dinger brauchen wir. Oh Gott. Okay, gehen wir einmal hier rüber. Scheiße, das hat nicht geklappt. Oh Gott, guck mal, er ist so nah. Shit. Okay, wow. Wie soll ich denn bitte hier... Okay. Wir brauchen 3 Hebel. Wo kriege ich 3 Hebel her? Okay, ist jetzt so ein bisschen Try and Error. Keine Ahnung, wo wir, wie wir es machen müssen. Okay, warte mal. 3, 3, 3. Aber einer von ihnen ist bereits da. Hier rüber? Okay, okay. Ah, das könnte ein Weg sein. Hier schnell rüber. Liegt hier so ein Ding? Liegt hier so ein Ding? Fackel? Was ist das? Oh Gott, er hat es auch nicht geschafft. Warte mal. Lad nach. Jawohl, das geht. Oh Gott, da kommt das Vieh. Schnell! Schnell! Ich muss da durch. Oh, shit, 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 shit. Boah, geil, Mann. Guckt euch das an, wie fett das aussieht.
Okay, irgendwo hier muss so ein Ding sein. Gar kein Stress, Freunde. Ich hab Zeit. Ey, wie cool ist das bitte? Okay, wow, 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 wow. Nee, shit. Das klappt nicht. Boah, guck dir dieses Monster an. Kommt der hier hoch? Nee, ich glaube nicht, dass er hier rankommt. Verschwinde, du Drecksvieh! Okay, irgendwas müssen wir hier machen. Warte mal. Hier. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Also gegenschlagen? Nee, klappt auch nicht. Okay, dann müssen wir hier runter. Oh Gott, guck mal hier einmal ums Eck. Ey, sorry, dass die Aufnahme gerade so dunkel ist, aber ich kann eh nicht laufen gerade. Wenn ich jetzt das Feuerzeug raushole und dann anfange zu laufen, dann geht's direkt wieder aus. Tut mir echt leid, aber anders geht's auch gerade gar nicht. Was ist das? Ach, guck mal, hier liegt eine Planke. Nice, okay. Oh Gott, schnell hier rüber. Schnell hier rüber. Ich glaube, das könnte die Lösung sein. So, dann einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hoch. Pass mal auf, jetzt legen wir die Planke. Jawohl, das ist es. Geil, okay. Jetzt gib mir mal die, gib mir die Fackel. Nee, Fackel nicht. Hier pfeift doch schon wieder irgendeiner. Jesus, ich bin hier beschäftigt. Ich muss hier heftige Monster bekämpfen. Wer bist du? Auch maximal unzufrieden mit der Situation. Okay, da geht's hoch. Ach, guck mal, hier hätten wir auch im Kreis laufen können, tatsächlich. Ernsthaft jetzt? Warte mal. Hier muss doch irgendwo. Irgendwo hier muss einer der Flocks sein, beziehungsweise der Hebel. Oh Gott, einer von der Sorte. Oh nein! Ich hab keine Muni. Stechen wir ihn ab. Stechen wir dich ab, du Drecksvieh. Wir haben doch eben Muni gefunden. Wieso bin ich denn schon wieder... Wieso bin ich denn schon wieder out of ammo? Okay, was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nein, oder? Nein. Ah, geil, da ist das Ding. Sauber. Okay, das hätten wir. Aber ich brauche trotzdem eigentlich hart Munition, Freunde. Okay, hier kann ich... Hier könnten wir jetzt runter. Ne, können wir nicht. Hier blockiert er direkt. Okay, dann müssen wir den Weg wieder nehmen. Aber nice, okay. Ach, hier liegt Munition. Ich flippe aus. Warte mal, direkt mal nachladen hier. Last clip. But not loaded. Komm, pack rein da. Sauber und durchladen. Sehr gut. Ach, hier geht's lang. Oh Gott. Geh hoch. So. Okay, das heißt, jetzt fehlt nur noch einer tatsächlich, wenn wir den gleich geplaced haben. Und dann, keine Ahnung, weil ich glaube, irgendwie töten können wir das Vieh bestimmt nicht mit unseren Platzpatronen. Dafür ist das zu krass gepanzert. Zumindest haben die Schüsse eben einfach gar nichts ausgemacht. Das heißt, es muss noch ein zweites Gebiet geben, wo wir dann gleich gucken müssen. Ey, aber bitte, wie cool sieht das aus, oder? Ernsthaft jetzt mal. Richtig nice. I love it. So. Okay, warte mal, wir müssen hier über die Planken. Oh Gott, da ist er schon wieder. Schnell, 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 schnell. Hier lang. Ich glaube, ich habe schon den nächsten neuen Weg gefunden. Pass mal auf jetzt hier. Jetzt hämmern wir das Ding da rein. Zack. Oh, genau darüber will ich. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Hier über die Holzplanke. Los, gib Gas, Junge. Keine Zeit. Oh Gott, das war knapp.
Okay, okay, okay. Jetzt hier rein. In die Höhle. Ach, warte mal, Freunde. Es ist sonst bestimmt zu duster für euch. Ich muss mal ein bisschen Licht machen. Okay, bringt nicht wirklich viel, aber... Da war schon wieder einer. Ey, bist du der Dude, der mir die ganze Zeit hinterher pfeift? Oder die Lady im besten Fall sogar? Was? Was denn, was denn, was denn, was war das? Oh Gott. Wir hatten es eigentlich schon direkt vor unserer Nase. Boah, die Mucke dazu auch noch, weißt du, was ich meine, du? Okay, was ist mit dir? Jesus, er hat es auch nicht geschafft. Da hinten müssen wir hin. Safe, hier kommen doch jetzt jede Menge Gegner noch angelaufen. Wölfe hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, gehen wir einmal hier rüber. Ich höre was. Was denn? Oh Gott! Nein, 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 nein! Lad doch nach, verdammte Hacke! Ey, wenn ich jetzt sterbe... Ey, das gibt's nicht, Mann! Oh, ich hab gedacht, ich hätte nachgeladen, habe ich aber nicht. Egal, Speicherpunkt ist dankbar. Gib mir die Muni, lad nach jetzt hier. More than two clips. So. Direkt nochmal nachladen, sehr gut. Jetzt können die Viecher auch kommen. Oh Gott sei Dank. Wo? Wo? Ach komm schon, Leute. Stirb! Lad nach! Wo ist er? Gott, shit! Ach, jetzt aber, habe ich ihn? Nein, habe ich nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, jetzt aber. Boah, scheiße, Mann. Fast gefinisht das Vieh hier. Beziehungsweise er uns fast gefinisht. Komm, lad nach. Das ist so duster. Okay. Konzentration. Na, hier geht's nicht lang. Hier durch den Bogen bestimmt. Ich meine, es sieht cool aus, auf jeden Fall. Ich feiere das Game. Jeder, der was anderes behauptet, macht sofort das Video aus. Guckt euch was anderes an. Ich finde es super. So, jetzt sind wir, glaube ich, auf... Da bist du! In your face, Junge! Nee, 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 ich gehe jetzt hier nicht drauf. Erwischt? Ja. Epische Entdeckermusik kickt. Ich glaube, wir haben's. Oh Gott, wir sind noch nicht ganz durch. Ich kann halt auch kein Leben nehmen zwischendurch oder so. Weißt du, was ich meine? Gibt's hier einfach nicht. Warte mal. Komm, lad nochmal durch. More than one clip left. Nee, einer reicht mir nicht. Mach mal ein ganzes Ding da rein, genau. So. Mehr als einer klingt erstmal gut, aber ist es nicht, wenn es nur zwei sind. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite, wo hier eben alles runtergekommen ist. Das heißt, hier ist das Ding, sauber. Give it to me. Jetzt gehen wir hier hoch. Hier rüber. Hier lang. Hier zurück, nee. Nicht zurück. Oh Gott, überleben wir das, wenn ich jetzt hier runterspringe? Komm, ganz langsam. Sauber. Okay, Freunde, das hätten wir. Zurück zum Bossfight. Vielleicht sogar das epische Finale. Wer weiß. Oh Gott, da ist er schon. Bro. Du hast eindeutig zu viele Arme. So, jetzt schnell hier rein, das Ding. So, hätten wir. So, jetzt können wir hier raus. Sauber, machen wir auch direkt. Schnell weg.
Hab mich gefreut, aber ich muss los. Nice, okay. Okay, wer bist du? Ist das Taisha? Ey, wir verlassen die Insel mit der Lady? Das wär's doch. Oh Gott. Zwei Ladies? Ist ja gut, ist ja gut. Ich komm mit dir mit, du hast mich jetzt schon überzeugt. Brauchst dich gar nicht groß erklären, Fräulein. Passt, du und ich. Okay, Freunde, wir müssen mit ihr auf die nächste Mission gehen. Machen wir auch, aber in der nächsten Folge. Wie immer an der Stelle, Bewertung nicht vergessen, gönnt ihr mir, gönn ich euch und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin und tschüss!